Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Shopify geschrieben, welches er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Shopify Erfahrungen. Shopify Deutschland. Probleme dabei, einen Onlineshop zu eröffnen? Überfordert dabei, die ganzen möglichen Verkaufskanäle unter einen Hut zu bringen? Genau dem hat sich Shopify vor über 10 Jahren angenommen und damit sind sie extrem erfolgreich. Ich habe den Shopify-Test gemacht und will detailliert beschreiben, was diese E-Commerce-Plattform ihren Kunden bietet und wie man davon genau profitieren kann. Über Shopify. Die Plattform wurde 2004 von den zwei Deutschen Tobias Lüttke und Daniel Weinland in Kanada gegründet. Die Idee dazu entstand, als die zwei eigentlich ein Geschäft für den Snowboard-Sport aufbauen wollten. Die Webseite hat ihnen allerdings den letzten Nerv geraubt, sodass sie eine neue Idee ausbrüteten. Einen Webseite-Baukasten für Shops. Ein Team aus 5 Köpfen ist mittlerweile deutlich angewachsen. Mehr als 2000 Mitarbeiter arbeiten für Shopify in 5 Büros. Mehr als 400.000 aktive Shopify-Shops sind online, die alle insgesamt Waren verkauft haben im Wert von 34 Billionen Dollar. 2015 konnte das Unternehmen selbst dabei Umsätze in Höhe von 205,2 Millionen Dollar einfahren. Shopify Shop Aufbau und Funktionen. Ziel der Plattform ist es, dass alle Verkaufskanäle bequem zu steuern sind über nur einen Knopf sozusagen. Daher hat Shopify mehrere Schnittstellen zu bereits bekannten Verkaufsplattformen und eben auch eigene Möglichkeiten. Shopify Webseite. Der erste Schritt ist bei vielen sicherlich der eigene Online-Shop, also die eigene Verkaufswebseite. Wie bereits gesagt, kann man sich eine eigene Seite mit Hilfe des Baukastens aufbauen. Das heißt, man kann aus verschiedenen Vorlagen und Templates wählen und sich so eine eigene Präsenz aufbauen. An den Shop kann man direkt an den Blog anbinden. Man hat die Möglichkeit, es auch an die Suchmaschinen anzupassen und man kann über 70 internationale Zahlungswege einbinden, wie PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung und viele, viele weitere. Die Seite ist so aufgelegt, dass man theoretisch unendlich viele Produkte anbieten kann. Shopify bietet auch globalen Support an in steuerrechtlichen Fragen oder Fragen bezüglich der verschiedenen Währungen. Shopify und Pinterest. Zu einer der vielen Schnittstellen gehört Pinterest. Pinterest wird von den Nutzern hauptsächlich als Quelle der Inspiration genutzt. Seit nicht allzu langer Zeit kann man dort auch Sachen verkaufen wie Buyable Pins. Als Pins werden die Beiträge auf Pinterest bezeichnet. Mit Shopify kann man eben diese erstellen, sodass Besucher von Pinterest direkt einkaufen können, was man anzubieten hat. Shopify und Facebook. Auch bei Facebook kann man einen Shop einrichten. Mit Shopify kann man direkt seinen Online-Shop mit dem Facebook-Shop synchronisieren. Man kann sogar den Facebook Messenger als Verkaufstool nutzen, aber vor allem auch um Vertrauen und Bindung zum Kunden aufzubauen. Über den Messenger kann man sich spielend leicht auf dem Laufenden halten, was neue Angebote oder den Verlauf der Warenlieferung betrifft. Shopify und Amazon. Seit 2017 ist auch Amazon eine mögliche Schnittstelle. Jeder, der sich schon mal mit Amazon beschäftigt hat, weiß, dass es recht zeitaufwendig sein kann, dort einen Laden zu füllen. Mit Shopify kann man auch hier den bestehenden Online-Shop einfach mit Amazon synchronisieren und schon ist man auch auf Amazon Verkäufer. Verkaufsbutton. Theoretisch ist es möglich, auf jeder Webseite oder jedem Blog, den man hat, einen Verkaufsbutton einzurichten. Hat man jetzt neben einem Shop zum Beispiel noch einen unabhängigen Blog, so kann man dort einen Verkaufsbutton einbinden. Über diesen können die Besucher dann direkt die angezeigte Ware kaufen über Shopify. Shopify Preise. Dieses Rundum-Sorglos-Paket gibt es natürlich nicht umsonst. Es gibt 3 monatliche Abonnements, die man kaufen kann. Das kleinste Paket Basic Shopify beginnt bei 29 Dollar monatlich und beinhaltet alle Basisfunktionen. Im Paket Shopify für 79 Dollar sind noch zusätzliche Funktionen möglich. Man kann dem Kunden zum Beispiel Gutscheine verkaufen. Es werden professionelle Auswertungen erstellt und Einkaufswege der Kunden können wiederhergestellt werden, falls diese nicht vollständig gekauft wurden oder im Vorgang abgebrochen wurden. Advanced Shopify für 299 Dollar im Monat ist perfekt geeignet für das Skalieren großer Unternehmen. Man erhält die besten Konditionen, mehrere Accounts und die besten Gebührenmodelle. Shopify Test, Shopify Review. Das ist genau das, was ich gebraucht und gesucht habe. Ein Weg, um die Kraft und das Potenzial vieler Verkaufswege zu nutzen und das möglichst unkompliziert. Jede Plattform ist mit viel Arbeit verbunden. Amazon allein schon kann man in Vollzeit betreiben. Wenn es richtig gut läuft, dann würde sicherlich auch ein Verkaufskanal reichen. Ich bin aber ein Freund davon, gleich überall präsent zu sein. Genau das kann man hier sehr einfach erreichen. Man hat gesammelt alle Plattformen in einer Übersicht. Im Backoffice dann kann man sich sehr detaillierte Statistiken ansehen, über Verkäufe, Besucher und Co. Aufgeschlüsselt für die verschiedenen Kanäle, die man nutzt. Gerade das Backoffice finde ich sehr gelungen, weil es sehr vereinfacht, aber detailliert ist.
Ich denke, dass auf diese Weise auch Einsteiger sehr gut analysieren können, wo Optimierungsbedarf besteht. Ich nutze das Basic-Paket, da die Funktionen hier für mich ausreichen. Ich bin sehr zufrieden und war sichtlich überrascht, wie schnell ich mich eingefunden habe. Normalerweise bin ich nicht so derjenige, der sich gerne mit Statistik und Backoffice auseinandersetzt, aber hier geht es wirklich gut. Die Einrichtung an sich beansprucht schon eine ganze Zeit, kommt eben darauf an, was für einen Anspruch man selbst hat. Klar, kann man auch in wenigen Stunden fertig sein. Ich habe mich dort mit zwei Kollegen zusammengesetzt und wir sind es gemeinsam durchgegangen, an verschiedenen Nachmittagen. Wir alle übrigens ohne technisches Know-how und trotzdem haben wir eine wirklich professionell aussehende Seite hinbekommen. Die Preise finde ich mehr als gerechtfertigt, wenn man für die unterschiedlichsten Plattformen eine Lösung bekommt. Der Support ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche erreichbar, per Chat, E-Mail oder Telefonanruf. Gerade die Unterstützung im Bereich Steuern und Währungen ist sehr umfangreich und sollte unbedingt in Anspruch genommen werden, bevor man dort Fehler macht. Ich bin mehr als begeistert und kann das jedem ans Herz legen. Was ich so genial finde, ist auch, dass es sowohl den Einstieg in das Online-Geschäft sehr einfach macht, aber auch eben für bereits erfahrene Online-Händler ein echter Gewinn ist. Ich kann es nur weiterempfehlen, wenn du auch gerade einen Online-Shop aufgebaut hast oder aufbauen möchtest. Es ist ideal, um schnell und unkompliziert zu expandieren. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.